Jetzt nochmal 16.000. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Auf dem Rückweg mache ich dann die ganzen Wände fertig. Keine Sorge. Immer noch? Ja, da kommt jetzt gleich Lava runtergeflossen. Das ist nicht so schön. Teilt sich das jetzt hier? Ich lasse einfach geradeaus runter reinfließen. So, wie soll ich jetzt hier messen? Ob hier noch, ob ich das jetzt schon habe? Nicht, dass ich da gleich reinlaufe. Da ist nichts mehr. Da auch nicht. Okay, dann müsste ich es jetzt eigentlich haben. Gut, jetzt bauen wir einfach alles ab, was noch hier ist. Zum Beispiel hier das Eisen, das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Über mir ist Lava, so wie es aussieht. Muss jetzt aufpassen, was ich hier freibuddel. Aber hier dieses Zinn oder Eisen oder was auch immer können wir auf jeden Fall mitnehmen. Noch mehr davon. Und mittlerweile müssten wir auch schon die Folge vom ersten Weihnachtsfeiertag haben. So, jetzt hoffe ich wirklich, dass ihr euch reich beschenkt lassen habt, die letzten Tage. Bald kann ich dann auch wieder Folgen ohne Weihnachtsmusik zu drehen. Dann setze ich mir eine Nachenkappe auf für Silvester. Nein. Das machen wir natürlich nicht. Oh, hier sind auch reiche Schätze hier im Boden. Das ist schon mal ganz cool. Ja. Jetzt könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, diese Folge, ob ihr denn zufrieden seid mit dem, was ihr gestern, oder manche machen es ja auch erst am 25. morgens, was ihr dann heute Morgen, aber ich glaube, die meisten hier in Deutschland machen das zumindest abends am 24. Was ihr denn bekommen habt. Schreibt rein, ob ihr damit glücklich seid, ob ihr, was ihr bekommen habt und was ihr euch gewünscht, ob es das ist, was ihr euch gewünscht habt. Schreibt es bitte hier unten rein und lasst uns darüber diskutieren, ob denn eure Geschenke okay waren oder ob man jetzt noch mal in den nächsten Laden muss, rennen muss und sie umtauschen muss. Genau. Ja. Ich weiß noch nicht, was ich bekommen habe, weil für mich ist ja noch vor Weihnachten. Diese Aufnahme zumindest. Ich hoffe, ich habe mich jetzt auch nicht in der Rechnung vertan. Ich glaube. Also, pass auf, wir machen es ganz einfach. Ich nehme Freitag auf. Das ist gerade Freitag. Eigentlich ist es schon Samstagmorgen. Ich komme gerade aus dem Kino. Ich habe gerade den Hobbit geguckt am Freitag. Und ich habe noch eine Folge für Samstag online gehabt. Also, ja, muss ich also nicht aufnehmen. Das heißt, die erste Folge Sonntag, die zweite Montag. Da habe ich euch ja auch frohe Weihnachten gewünscht. Und jetzt ist es dann Dienstag. Ja, ist alles gut. Müsste alles stimmen. Schreibt mal so also rein, was habt ihr bekommen? Ist es das, was ihr haben wolltet? Seid ihr damit zufrieden? Seid ihr nicht so zufrieden? War es eine Überraschung für euch? Alles rund um das Thema Geschenke, bitte unten rein. Ja, dann hoffe ich, dass ihr heute beim Verwandtschaft besuchen, das ist ja so mal, die Weihnachtsfeiertage macht man das ja so, dass euch nicht zu langweilig wird bei Oma und Opa oder so, sondern dass ihr da Spaß habt, dass ihr auch da noch schöne Geschenke bekommt. Ja, und das ja auch noch, weiß ich nicht. Auch heute wieder was Leckeres zu essen bekommt. Ist ja mal Weihnachten, ist ja eigentlich so ein Fest, wo es immer was Leckeres zu essen gibt. Und jeden Tag. Allerdings braucht ihr heute nicht unterzuschreiben, was es zu essen gibt. Das wollte ich ja gestern von euch wissen. Aber heute nicht, weil das ist ja so typisch ganz Pute, hast du nicht gesehen, Gedöns sowieso bei jedem ist. Ich weiß, es könnte auch Karpfen sein oder was. Eher selten, aber bei 6% der Deutschen ist das so. Nur so, um mal ein bisschen Zahlen zu nennen. Aber das braucht ihr mir nicht unten reinschreiben, weil das ist ja dann doch irgendwie eher langweilig, würde ich mal so behaupten. Also ist ja, langweilig ist vielleicht das falsche Wort. Es ist auf jeden Fall fast immer dasselbe bei den Leuten. Und da, ja. Also wenn ihr wollt, könnt ihr es mir auch unten reinschreiben, aber ihr müsst es heute nicht. Wir haben ja schon gestern über Essen diskutiert, wir können ja nicht jeden Tag über Essen diskutieren. Das macht man nicht. So. Also heute über Geschenke, ob das die richtigen waren, ob sie falschen waren und habt ihr nicht gesehen. Den Gang mache ich jetzt noch fertig hier. Dann gucke ich, dass ich das oben in mein System reinschmeiße. Vielleicht erweitere ich auch das System mal endlich, dass ich schlussendlich doch mal alles in der richtigen Schublade bekomme. Das wäre natürlich auch fantastisch. Könnte ich mal irgendwann machen. Dann haute mich aber, wenn ich da erstmal in das System 3 Tage dran rumhänge. Ich habe noch so viel zu tun da oben. Ich will auch noch neue Sachen bauen, so ist es ja nicht. Aber ich muss erstmal, glaube ich, mit dem alten klarkommen. Ja, alles, was ich noch habe. Was ist das hier? Kohle? Aber wir sind gleich schon wieder am Ende des Gangs. Das heißt, wir haben gleich alle Bodenschätze mitgenommen, die es in diesem Gang gab. Obwohl jetzt hochgehen, was Neues eben anfangen, wäre eigentlich auch doof, ne? Ich könnte eigentlich noch hier unten ein bisschen weiter farmen, sodass ich das Farmen quasi danach abschließen kann. Soll ich das so machen? Ich weiß es ja nicht. Also wenn ich da oben mein System erst weiterbaue, dass ich noch mehr Sachen einsortieren kann, dann bin ich erstmal eine Weile mit beschäftigt. Das sage ich euch gleich. Weil da habe ich einfach noch nicht genug Kisten für und dann, ja, da muss ich also noch wirklich mehr eine Trennung vornehmen.
Und dann nochmal dran schreiben, was in welcher Kiste drin ist. Das wäre wirklich grandios, wenn ich das machen würde. So, da ist noch hier Uran. Und dann ist dieser Gang fertig. Fertig mit den Nerven. Nehmen wir den Nachbargang auch nochmal. 1, 2, dahin. 16.000, danke. Blödsinnig, hier muss ich hier nochmal durchgraben. Warum mache ich denn sowas? Sind wir noch 16.000? Jawohl. So viel Fackel habe ich gar nicht mehr. Immer noch 16.000 oder habe ich es jetzt schon? Nee, ist es immer noch da. Na, ist es nicht mehr. Dann habe ich es jetzt aufgehoben oder ist es irgendwo? Gucken wir hier drunter nach eben schnell. So, dann nehmen wir hier mal auch die Items mit. Die Items. Das Eisen mögen wir. Eisen. Vielleicht soll ich ein bisschen mehr singen. Vielleicht möglich das, ja? Ich glaube nicht, weil keiner mag, wenn ich singe. Ich kann euch sagen, was ich im Moment immer höre. Ich höre im Moment Feuerschwanz. Das ist eine tolle Band, Feuerschwanz. Ist so eine Mittelalter-Band, die macht in meinen Augen ganz coole Musik. Die Texte sind ein bisschen schlüpfrig, zweideutig, würde ich sagen. Oder auch ziemlich eindeutig. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall cool, was die machen. Kann ich jedem nur empfehlen. Die Band heißt Feuerschwanz. Ich weiß nicht, ob ich ja schon mal in der WG von erzählt habe. Kann sein, muss aber nicht. Hört auf jeden Fall mal rein. Ist auf jeden Fall coole Musik für alle, die Mittelaltermusik mögen. Ne? Wenn ihr natürlich Hip-Hop oder Techno oder sowas hört, dann braucht ihr euch das nicht reingeben, weil dann ist das nichts für euch. So, das hätten wir auch fertig. Ne, da ist noch Redstone. Redstone, Redstone. Warum habe ich die nicht von der anderen Seite mitgenommen? Habe ich dich denn so übersehen? Wie konnte das nur geschehen? So, und da. 320, was soll ich denn damit? Kannst du mich mal. Dahin. 320. Tschüss. Dahin. 4000. Habe ich gesagt, ab 4000 mache ich, ne? Habe ich so gesagt. Viele Fackeln habe ich ja nicht mehr. 8000. Böhm, hat sich ja schon fast gelohnt. Aber das heißt, wenn ich jetzt die 8000 sehe, muss ich noch dreimal drücken, bis ich überhaupt dahin komme. Kann ich einfach mal weitermachen. Ups, ich bin schon wieder voll. Ungünstig. Die Diamanten will ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Heißt, wir müssen die mal irgendwo suchen. Machen wir das mal alles nach da oben. Alles, was nur da reinpasst. So, habe ich ein paar Sticks dabei. Nein, ich habe aber Holz. Das ist gut. Dann machen wir aus der Hälfte machen wir Sticks. Das sind zu viele. Machen wir daraus mal Sticks. Dann nehmen wir mal hier die Kohle mit. Machen wir das mal schnell. Also, ich mache hier aus Sticks 20 Stück. Dann machen wir hier Fackeln genügend. Und packen wir die Kohle wieder weg. Und das auch. So, und dann setzen wir hier Fockeln hin. Müssen wir noch einmal, aber ich müsste immer noch dran stehen, 8000, genau. So. Ups, naja, egal. Und habe ich Diamanten jetzt? Nein, immer noch nicht. Oh mein Gott. Da sind sie. Müssten da schon die ersten drin sein. Müssen wir nochmal hier hinten. Naja, siehst du, seht ihr? Da habe ich jetzt wieder Diamanten gefunden. Das ist ja wunderbar. Jetzt machen wir hier noch eben schnell alles fertig und dann sind wir wirklich mit der Folge fertig. Haben wir jetzt ein bisschen lange gefarmt. Anderthalb Folgen etwa, würde ich sagen. Oder fast zwei Folgen. Aber dafür haben wir dann noch wieder viele Rohstoffe. Das ist immer gut. Da werden wir das alles noch oben ins System einbauen müssen. Das wird ein bisschen dauern, aber das macht überhaupt nichts. Das macht überhaupt nichts. Und dann werde ich in den nächsten Folgen das System, glaube ich, erweitern. Damit auch alles irgendwie richtig landet. Das wäre eigentlich, das müssten wir eigentlich machen. Und mein Haus verschönern muss ich immer noch, das will ich schon seit weiß ich nicht wie vielen Folgen, aber ich komme einfach nicht dazu. Ihr seht das ja selber, was man hier immer zu tun hat. Das ist unglaublich. So, meine Spitzhacke sieht noch ganz okay aus, wenigstens das. So, da oben sind die Diamanten, wir machen aber erstmal unten die Kohle. Kohle, Kohle. Wir singen den Kohlesong. Wir mögen Kohle so sehr. Viel lieber als den Weihnachtsbär. Weihnachtsbär? WTF. Guck mal, im Hintergrund könnt ihr eigentlich da irgendwo in die Richtung den Weihnachtsbaum sehen. Cool, ne? So ein Stück seht ihr davon. Ist überhaupt noch nicht geschmückt, weil es ist ja noch kein Weihnachten bei mir und bei euch ist Weihnachten schon quasi fast rum. Naja, fast rum würde ich nicht sagen. Ist gerade der erste Weihnachtsfeiertag noch. Und ich muss in ein paar Minuten aufhören hier, sonst passt es mit der Folgenlänge überhaupt nicht hin. Aber das macht doch gar nichts, ne?
So, und die nächsten zwei Folgen, die dann kommen werden, werde ich auch noch mit Weihnachtsmütze aufnehmen, weil einfach noch die Weihnachtsfeiertage sind. Aber seht es mir nach, dass ich danach dann wieder aufhöre und ohne diese Weihnachtsmütze weitermache, weil dann ist ja auch bald Silvester. Und dann passt einfach die Weihnachtsmütze nicht mehr so gut, ne? Obwohl der Weihnachtsbaum, der wird noch eine Weile stehen bleiben, denn mindestens bis zu meinem Geburtstag lasse ich ihn eigentlich immer stehen. Und ich habe ja am 4. Januar, für die, die es nicht wissen, 4. Januar, mein Geburtstag. Da könnt ihr mir alle gratulieren. Merkt euch das? Gratuliert mir gefälligst. Gratuliert mir. Wo bin ich? Da. Nein, müsst ihr natürlich nicht. Ich erwarte das eigentlich auch nicht, weil ihr das sowieso wieder vergesst hier, wenn ihr die Folge guckt. Weil es doch so lange hin ist. Mein Gott. Müde werde ich auch schon wieder. Ihr werdet es kaum glauben, aber es ist 0:40 Uhr schon wieder in der Nacht. Liegt einfach, also ich nehme heute wieder extrem spät auf, weil wir einfach vorher in Herr der Ringe drin waren. Habe ich ja schon gesagt gehabt. Ne, nicht in Herr der Ringe. In der Hobbit natürlich. Und ja, meine Meinung zum Film ist, es ist schon. Es ist gut gemacht auf jeden Fall. Aber. Stellenweise richtig lang gezogen. So richtig lang gezogen. Ne? Also die Kämpfe hätten ruhig ein bisschen kürzer ausfallen können. Und wie Glück die einfach hatten auch in den Filmen. Ich will jetzt nicht spoilern, aber man könnte sagen, der Film müsste die Glückszwerge heißen oder sowas. Die haben echt so wahnsinnig Glück gehabt, dass es schon nicht mehr können. Das ist wirklich pures Glück. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, ich werde euch nicht spoilern hier. Ich werde also nichts verraten. Ich denke, dass zwei Glück haben, kann ich ruhig sagen. Aber für die, die den Film gesehen habt, ihr wisst, was ich meine. Und die hatten so Glück. Und jetzt wäre es nett, wenn ihr nicht in die Kommentare reinschreiben würdet, warum ich das denke, weil dann würden die Leute, die den Film vielleicht noch gucken wollen oder noch nicht gesehen haben, richtig gespoilert werden. Und das wäre sehr, sehr, sehr unfein von euch. Also nicht spoilern, heißt die Devise, sondern warten, dass die anderen auch alle das gesehen haben. Vielleicht soll es ja auch Leute geben, die den Film gar nicht gucken wollen. Wer weiß. Ja, nur weil man Herr der Ringe geguckt hat, muss man ja nicht unbedingt auch den Hobbit gucken. Macht ja, ist ja zwei völlig eigenständige Sachen. Das Problem ist halt auch, dass der Hobbit ja als Kinderbuch geplant war oder auch ein Kinderbuch ist, sozusagen. Und daraus natürlich jetzt ein Erwachsenenfilm gedreht worden ist. Das ist schon ziemlich schwierig. Das merkt man, finde ich, auch am Anfang vom Film, dass das eher so ein Kinderbuch ist. Schlagt mich, wenn ihr das nicht so seht, aber ich sehe das so. So ist es. So, wo bin ich denn jetzt hier? Ah, hier, immer noch, okay. Jetzt fliegen wir mal nach oben. Jetzt haben wir genug Items gesammelt. Wo geht's denn hier raus? Irgendwo. Hier, glaube ich. Die Richtung. Kann das sein? Ja, da ist mein Wasserbad. Ich nehme mal nicht die Leiter, sondern ich nehme den schnelleren Lift. Jetpack for the win. Aua. Immer noch nur 8 Diamanten. Ich kann da mal hier das Nikolait reinpacken und daraus Diamanten herstellen. Das brauche ich sowieso für nichts anderes, glaube ich. Nikolait. Und Nikolait. Komm, da kann ich nicht mehr reintun. Dann muss man das andere alles wegtun hier. So, die Diamanten kann ich auch mal hier hin tun. Das ist gut. Da ist noch mehr Nikolait. Den packen wir jetzt einfach da rein. Nikolait. Dann nehmen wir gleich mal die Diamanten raus, die dadurch entstanden sind. Um einfach nur mal zu gucken, wie viele wir dann für unseren Sonnenkollektor quasi hier schon bauen können. Wird es noch einer mehr? Nein. Okay, 12 Diamanten. Das ist ja nicht schlecht. Da haben wir schon mal 27. Das ist eine Menge Holz, würde ich mal sagen. Sehr schön. Sehr schön. So. Tür auf, gucken, was dieser Sonnenkollektor hier macht. Der kann noch ein paar Redstone gebrauchen. So, jetzt können wir hier in die Kiste reinräumen. Die Diamanten lassen wir mal im Inventar. Warum? Weil ich es sowieso bald brauche. So, hier den ganzen Mist hier. Ach, das kann ich auch direkt einfach zum Verbrennen geben, oder? Ach, hier. So, machen wir mal auf. Das kommt da rein, das kommt da rein. Der Rest kommt sowieso zum Verbrennen. Direkt mal hier. Drück mal in diesen Table hier rein. Zack, 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 zack. Merk, passt nicht rein. Ah, wie langsam. Mist. So. Dann tun wir das hier rein sortieren. Dann kommt sowieso angeflogen und wird dann irgendwann in der Verbrennung landen. Es wird schon wieder Nacht. Ich lege mich nicht mehr schlafen, habe ich überhaupt keinen Bedarf zu jetzt. Ich muss hier mein ganzes Zeug mal einsortieren. Kriege ich sowieso nicht alles auf einmal da rein. Gleich ist die Kiste hier voll. Werdet ihr gleich sehen. Und ich habe trotzdem noch genug hier im Inventar. Wo habe ich einen Eimer weggetan? Ne, der ist noch da. Okay. Was haben wir noch? Das da. Weiter einfach alles da reinräumen. Die Eisenbahn kann ich mal behalten.
Das ist noch und das und das und das und das und das und das und das. Passt schon nicht mehr. Weiß sowieso nicht, wo das hier ankommt, aber okay, machen wir ruhig. Es ist voll. Ja, wird Zeit, dass ich mich auslogge. Wir sehen uns, denke ich, in der nächsten Folge. Die da heißt, ich weiß keine Ahnung, die auf jeden Fall morgen kommt. Das müsste dann der Mittwoch sein, also der zweite Weihnachtsfeiertag. Okay, ja, ich bin jetzt erstmal Schluss, ich bin raus, ich bin müde, ich muss noch was anderes aufnehmen, wie immer, wie gehabt. Man sieht sich. Ciao.